Audio-Post. Geklickt. Gehört. Per Doppelklick ins Netz. Klappt nicht. Das Textprogramm öffnen funktioniert auch nicht. Und plötzlich ist der Bildschirm schwarz. Viren können den PC-Alltag ganz schnell runterfahren. Viren können Sie sich vorstellen wie beim Menschen. Die bekommt man nicht einfach. Die holt man sich. Andreas Wiesler ist Computerspezialist und kennt die ersten Anzeichen eines Schädlings auf dem Rechner. Er berät seine Kunden als Geschäftsführer der Firma Go Security täglich zum Thema Computersicherheit. Ein erstes Indiz kann sein, dass der Computer plötzlich langsamer läuft als normal, die Festplatte rattert ständig und es sind viele Verbindungen ins Internet offen. Guter Rat, könnte schnell teuer werden, deswegen rät Andreas Wiesler, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Ganz, ganz wichtig, achten Sie darauf, dass Ihr Computer immer auf einem aktuellen Stand ist. Immer wieder werden Schwachstellen in Software erkannt und die Hersteller reagieren mit sogenannten Patches. Das heißt, sie schließen diese Lücken wieder. Installieren Sie diese Patches so schnell wie möglich. Das zweite, nutzen Sie ein aktuelles Antivirenprogramm. Nutzen Sie auch eine Firewall. Und der letzte Tipp, überlegen Sie sich, möchte ich wirklich auf diese Seite? Aber was steckt eigentlich hinter Virus, Trojaner und Co.? Das Ziel ist natürlich, so viele Rechner wie möglich zu infizieren. Danach wird mein Computer missbraucht, zum Beispiel zum Versenden von E-Mails oder gezielte Angriffe auf andere Rechner. Das bedeutet, mein Rechner greift auf andere Systeme zu, damit diese im Internet nicht mehr erreichbar sind. Und oft ist es gar nicht so einfach, alle Angriffe aus dem Netz abzuwehren, sagt der IT-Experte. Manche sind im ersten Moment regelrecht unsichtbar. Viele Viren kommen auf den Computer, ohne dass man das überhaupt merkt. Es kann schon reichen, dass man eine Webseite besucht, die verseucht ist, und man fängt sich einen Virus ein. Dieser Angriff wird Drive-By genannt und ist sehr heimtückisch. Ist der Computer in diesem Moment nicht aktuell geschützt, kann es sein, dass der Virus durch das alleinige Anschauen der Webseite auf meinen Rechner gelangt. Also, Schilder hoch und sich wehren. Andreas Wiesler weiß, wie es geht. Als erstes empfehle ich, mit einer sauberen CD oder einem USB-Stick den Rechner zu starten und danach mit dem Antivirenprogramm den Rechner abzusuchen. So ist der Virus noch nicht aktiv und kann eventuell gerade entfernt werden. Genügt dies nicht, hilft leider nur das Neuaufsetzen des Computers. Audio Post. Geklickt. Gehört.